Die Europameisterschaft steht vor der Tür und heute wieder eine neue Runde SNL Transfermarkt. Jeder der Jungs bekommt ein Budget von 800 Millionen Euro, mit denen er sein bestes Team aus Europameistern aufbaut. Jede Transferrunde läuft im Auktionsformat ab. Die 33 Namen der Spieler habe ich rausgesucht und 11 davon sind Unbekannte, die keiner außer mir kennt. Verliert ein Spieler 2 Runden einer Position, kriegt er den unbekannten Spieler und muss sich überraschen lassen, wer es denn ist. Außerdem gibt es 2 Joker. Den Financial Fairplay Joker, bei dem du eine Runde für einen Direktor sperren kannst, und den Player Swap Joker. Hier kannst du einen unbekannten Spieler mit einem Bekannten tauschen. Damit wir aber anfangen können, braucht ihr 3 Sportdirektoren, natürlich eure 22 Spieler plus 11 Fragezeichen. Ich gebe euch die und ihr habt ein bisschen Zeit, euch die anzuschauen. Letztes Mal habe ich das beste Team gehabt. Ich habe das laut, beste Team. Laut Kommentaren. Die Jungs, wir haben alle die gleichen Dings. Wir brauchen nichts zu verstecken. Ich verstecke trotzdem. So, Jungs, ihr habt euch die Spieler angeguckt. Die glorreichen EM-Sieger. Und ich würde dann direkt sagen, wir fangen an mit Spieler Nummer 1. Und der Spieler Nummer 1 ist ein Innenverteidiger. Und zwar ein Innenverteidiger, der normalerweise keiner ist. Man kann ihn auch als zentraldefensiven Mittelfeldspieler sehen, und zwar Matthias Sammer. Möchte jemand mit Matthias Sammer für 70 Millionen Euro gehen? Jo, 70 Millionen Euro? Genau, oder das war eine Legende. Ballon d'Or-Sieger, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist er. 96. Ihr habt da auf jeden Fall einen Spieler direkt da. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wer noch dabei ist, aber. Linker Innenverteidiger hast du gesagt? Linker Innenverteidiger. Oder 70 Millionen ist krass. Ja, aber die anderen kommen bestimmt nochmal. Alles klar. Nochmal höher. Dann 70 Millionen erstmal nicht. Wir gehen weiter und zwar zum nächsten Spieler. Der nächste Spieler ist ein zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Es ist The Legend. Es ist Barcelonas Finest. Es ist Andres Iniesta für 100 Millionen Euro. Will da jemand mitgehen? 100 für Fitti. 110 für Daniel. Warte, kann ich jetzt schon machen? Nee, wir haben schon zu spät. Das hättest du machen sollen. Am Anfang direkt. Ja. Alles klar. Alles gut. Ja, bleibt doch ruhig. Was seid ihr sauer? Das Schwamm oder was? Entspannt euch doch, Digga. 100, okay. 110 für Daniel. 110 für Daniel. 120 für Fitti. Mit 10er Schritten direkt. 120 mit 10er Schritten. 120. Daniel, willst du mitgehen? 130 Millionen Euro für Daniel zum Ersten. 140 Millionen Euro für Andres Iniesta. Für Fitti. 140 zum Ersten. 140, ist doch Fitti, ja. 140 zum Ersten. 140 zum Zweiten. 140. Verkauft. Fitti bekommen. Gewonnen, den besten zentralen. Ich hab extra Preis hochgetrieben. Digga, ich hab gewonnen. Ich wollte, dass du ein bisschen mehr Geld ausgibst. 40 Millionen, ein bisschen mehr für später. Weniger Geld. Ja, ich hab schon gewonnen. Sorry, aber. Entspann dich, Digga. Hast du gesehen, wer da ist? Next Man Up ist Jordi Alba. Jordi Alba, wieder eine Barcelona-Legende. Linksverteidiger für nur 30 Millionen Euro habe ich ihn auf den Markt gesetzt. 30 Millionen, 35 Millionen für Daniel. 40 Millionen, 45 für Daniel. 50 Max, 55 Fitti, 60 Daniel, 65 Fitti. 65, 70 Daniel, 75 Fitti. 75 Fitti, 80 Daniel. Ja, wollte ich gerade sagen. 80, 85 Millionen Euro? Ja, Bruder, er ist Jordi Alba, einer der besten Außenverteidiger. 90 Millionen für Daniel. 90 Millionen für Daniel, für Linksverteidiger. 90, 95 Millionen, 100. 100 Millionen, Bruder, Linksverteidiger, Jungs. Wie viel? 100 Millionen Euro für Daniel. Linksverteidiger, Jordi Alba. Zum Ersten. Oh. 110 Millionen Euro. Ich mach den Broke, den Jordi Alba. 110 zum Ersten, zum Zweiten. Verkauf. Fitti hat in 2 Runden mehr als 200 Millionen Euro ausgegeben. Kann man machen. Er hat schon gewonnen. Also er hat ja schon gewonnen. Ich hab schon gewonnen. Der nächste Spieler auf dem Markt ist wieder ein Innenverteidiger. Und zwar der Linke diesmal. Franz Beckenbauer. Auf dem Markt für 100 Millionen Euro. 100, 110 für Max. Willst du? 120 für Daniel, 130 für Max, 130, 140, 150. Fitti, du bist behindert. Oder guck einfach. 150 Millionen zum Digga, Ersten. Du bist gleich broke, es gibt noch gute Spieler. 150 Millionen zum Zweiten, 150 Millionen, Verkauf. Digga, der hat schon vier. Egal, ich könnte ich sagen, sag, Fitti hat für 3 Spieler, Freunde. Auch wenn das namhafte Spieler sind. Überragend. 400 Millionen die Hälfte Euro für 3 Spieler und die das Hälfte ist die Hälfte Defense. Allein schon 260 für die Defense und das sind erstmal nur die Hälfte. Also ich bin gespannt, was für Also es gibt ja noch gute Spieler. Aber ich glaube, Fitti guckt gerade. Also, guckt also.
Ihr habt Franz Beckenbauer ist weg. Ich habe euch vorhin gefragt, ob ihr Matthias Sammer haben wollt. Keiner wollte ihn haben. Jetzt frage ich euch nochmal, möchte Matthias Sammer für jemanden für 70 Millionen Euro haben oder wartet ihr auf den Fragezeichen-Spieler? Ihr habt die Chance. Bruder, ist schwierig. Ich gebe euch 5 Sekunden nachzudenken. Will jemand? Ja, komm. Okay, er geht für 70 mit. 75? 75. Wenn ich nicht gewonnen hätte, hätte er auch nicht gewonnen. Also 1000% nicht. 75 für Matthias Sammer. 80 Millionen. 85 Millionen. 85, 90. Ich kann danach eh den Swap machen. Ne? 90 Millionen ja. Für Max. 90 Millionen. Ich mach den Swap, wenn er mir nicht gefällt. Deswegen. 90 Millionen. Willst du? Ja. 90, du hast den. Ich kann den Swap machen gleich. Ne? Ich hab 90. 90 zum ersten, 90 zum zweiten. Verkauf. Und jetzt kommt der nächste LIV und zwar Lilian Thuram, darf ich sagen. Für 70 Millionen Euro. Ich war gerade kurz verwirrt. 70 Millionen Euro Thuram kriegst du. Lilian Thuram, der Vater von Markus Thuram. Ah, war der gut? Der Bruder, sag ihm nicht, er muss selber wissen. Ich weiß keine Tipps, ich meine selbst, er kennt Thuram nicht, Digga. Doch, Thuram ja, aber ich weiß nicht, ob der gut war. Ja, dann sorry. Also ja. Die 20 Millionen gebe ich für einen Ballon d'Or-Sieger gerne mehr aus, Bruder. Also kannst du, musst du aber nicht. Ja, okay, ich wollte. Ja, aber Sammer ist kein Innenverteidiger, sorry. Lass ist eins. Aber Ballon d'Or-Sieger, Bruder. Die linken Innenverteidiger sind durch und es kommt jetzt ein weiterer Außenverteidiger und zwar The Legend himself, Cedric. Cedric ist auf dem Markt für 10 Millionen Euro. Möchte jemand mitgehen? 10 Millionen. Fiti gibt für 10 mit. Boah, der hat schon gut gemacht. 10, ne? 10, 15 Millionen für Max, 15, 20 für Daniel, 20 zum Ersten, 20 zum Zweiten, 25 für Cedric, 25 zum Ersten, zum Zweiten. Verkauf. Damit kriegt Fiti einen recht günstigen Spieler, und zwar den Rechtsverteidiger Cedric für 25 Millionen Euro. Er weiß selber, er muss auch. 375 Millionen Euro habe ich noch, Leute. Schimmer, Alter. Der nächste Spieler auf dem Markt ist ein Torwart. Für 7 Spieler, ne? Es ist für 4. Achso, ja, für 7. The Manchester United Legende Peter Schmeichel, der Vater von Kasper Schmeichel, für 40 Millionen Euro. Möchte jemand mitgehen? Daniel für 40 Millionen. 40, keiner mit. 40 zum Ersten. 45 für Fitti, 50 Millionen für Daniel, 50 zum Ersten, 50 zum Zweiten. Ja, komm, jetzt hast du den. Alla aus Alla. Kaspar Schmeichel für 50 Millionen Euro an. Schmeichel ist schon wieder Torwart. Oh, habe ich Kaspar gesagt? Peter. Peter natürlich. Kaspar ist nicht so gut wie sein Vater. Tschüss. Schatz feiert, Bruder. Gönn ihm doch. The next player on the market is German Legend Mehmet Scholl. Für 50 Millionen Euro. Euro. War ein richtig guter Spieler, woran ich mich manchmal noch als ganz kleines Kind erinnern kann, aber auch jetzt nicht mehr so gut. Will jemand da mitgehen oder sagt ihr, nee, überspringe ich. 50? 50 Millionen Euro für Mehmet Scholl. Ja, ist okay, ist ein guter Spieler gewesen. Bruder, ich gönn dir. Niemand? Alles klar, okay, dann ist vorbei. Boah, heute dann gibt's. Gehen wir weiter. Zwei. Jetzt sind die Sechser dran. Es ist Xabi Alonso. Xabi Alonso auf dem Markt für 80 Millionen Euro. 80? 80 Millionen Euro, ist the Legend. 80, 85 für Max, 85 Millionen zum Ersten, 90 Millionen für Daniel, 95, 100, 110, 110, 110 oder du hast noch Millionen, 680 110 Millionen zum Ersten, 110 Millionen zum Zweiten. Verkauft Xabi Alonso. Angeblich Leverkusen-Fan hier rechts. Xabi Alonso gehört. Angeblich. Spielertrainer, ich hab Spielertrainer, das Jungs, ist richtig, weißt du, ich hab, Spielertrainer. Ich hab die Hoffnung, dass der Busquets als Fragezeichen hat, weißt du schon, ne? Ja, Messi auch noch, kommt als nächstes Fragezeichen. Ja, bei EM, ne? So, deswegen, ja. Wir gehen weiter zum linken Außen und zwar David Villa für 70 Millionen Euro. Möchte jemand mitgehen? 70 für David Villa. Lass das Ding jetzt 75, 80, 80 Millionen für Daniel. Ja, 80 hat Daniel jetzt, 80. 80 zum Ersten, 80 zum Zweiten, 80 verkauft. Daniel kriegt David Villa für 80 Millionen Euro. Und wir bleiben auf der Linksaußenposition. Und zwar haben wir hier meinen, ja, ich würde sagen, besten Premier League-Spieler aller Zeiten, den Franzosen, The Legend Thierry Henry. 90 Millionen Euro. Max ist direkt dabei für 90 Millionen Euro. Du könntest noch mitgehen, Fitti. 90 Millionen. Nee, lass mal. Willst du nicht? 90 Millionen zum Ersten, zum Zweiten. Oh nein. Verkauf. Wie ein Buzzer hast du das gut gemacht. Ich weiß, was du vorhast. Thierry Henry für 90 Millionen auf dem Markt. Ja, ja, safe. Ja. Wen kriege ich? Du kriegst den italienischen Star. War sehr, sehr gut bei Italien. Soll ich auch wie? Ich will erst mal den Namen sagen. Swap. Lorenzo Insigne, aber gut. Swap. Für wen würdest du ihn denn swappen? Oder was fragst du? Für Thierry Henry oder für David Villa? Was fragst du? Für David Villa natürlich. Nur David Villa. Hä? Sei mal ruhig, Alter. Dann will ich Henry nehmen. Hä? Thierry Henry? Ja. Alles klar. Sei mal ganz ruhig. Swap. Damit kriegt
Max jetzt Lorenzo Insigne. Für wie viel? Für 40 Millionen nur. Okay, Gott. Und wieder fitter machen will einfach. Fitti zahlt für Thierry Henry 90 Millionen. Also ich bin halt gleich in den Ruinen. Euro. Ne? Wollen wir das auch mal kurz festhalten? Ja. Aber mein Team ist super. So. Team ist super. Ist okay. Der nächste Spieler auf dem Markt ist der rechte Innenverteidiger. Der Typ, der mal bei Real Madrid gespielt hat und einem Typen so auf den Kopf getreten hat, so dass ich mich gefragt habe, Digga, geht's dir noch gut? Will ich. Pepe. 40 Millionen Euro. So, 40, 45. Was bist du denn so heiß? 50, 55. Bruder, der ist aggressiv. Ich brauche 60, 65. 80. 80 Millionen Euro. Direkt hochgepusht. 80 Millionen. Willst du 80 Warte, stand noch Sergio Ramos nicht auf der Liste? Wer weiß, Bruder. Kein Kommentar, bitte. Ich weiß nicht, diese Millionen, 85 Millionen, 85 Millionen. Gehst du noch mit? Oder sagst du bei Pepe 90 Millionen Euro? 90 zum Ersten, zum Zweiten. Verkauf. 90 Millionen für Pepe ist happy. Also, Daniel, du machst Rest ehrlich. Also ihr habt die Summe so hochgepusht, so hab ich... Wer ist der andere gewesen? Sag nicht. Aber ich habe halt noch Geld, guck dir Fitti an. Noch ist noch offen. Stürmer! Wir sind angekommen. Jungs, chillt ihr. Vertraut mir. Für einige Leute da draußen Vertrauten. Ist dieser Typ, den ich jetzt nenne. Al Goat. Financial Fair Play. Financial Fair Play! Ey, Videobeweis, das war vorher. Nein, das war vorher. Er hat nicht mal Dings gesagt. Ja, aber es ist mein Gebot. Es ist mein Gebot. Es ist mein Gebot. Ja, genau. Videobeweis. Er hat ja jetzt geboten. Du hast schon geboten. Deswegen aber du hast 285 Millionen. Was willst du anfangen? Wie viel wäre denn das Dings? Das hast du sehr gut gemacht, Max. Du hast das mitgedacht. Mach ich jedes Mal. Du hast mitgedacht. Für euch jetzt, der Financial Fair Play wird nicht angesetzt, weil Fitti später gebuzzert hat, als Max seinen Tischtennisschläger hochgehoben hat. Er hat ja nicht mal eine Zahl genannt. Aber egal. Du hast aber auch alles schon gemacht. Gut. Ich akzeptiere das. Der Spieler ist klar: Cristiano Ronaldo. Für 150 Millionen Euro auf dem Markt. Und jetzt frage ich, du hast angefangen zu bieten, deswegen ist Max für 150 Millionen schon mal dabei. Du gehst mit. Was willst du mit dem? Bruder, was willst du mit dem? Tu den mal ganz weit weg, Bruder. Pack den weg, Digga. 160 für Daniel, für Cristiano Ronaldo. 170, 180, 180. Der Rekord bei unserem Steak and Lobster bieten waren, glaube ich, für Lionel Messi, wenn ich mich nicht irre oder so, 220 oder so. Ich glaube über 200. Naja. Das ist der Rekord bis jetzt. Okay, 190. 190 für Max. Boah, dann geht's 190 Millionen. Daniel, gehst du noch mit? Ja, bei Gott. Ich frag jetzt. Zum Ersten, zum Zweiten, 200 Millionen. 200 Millionen. Wir haben die Schallmauer durchbrochen. Du bist dran. 200 Millionen. 210 zum Ersten. Willst du? 200 Millionen für Daniel zum Zweiten. Hip hoch. 200 Millionen. Komm. Cristiano Ronaldo geht zum Barcelona-Fan. Daniel. So. Jungs, ihr wisst, glaubt mir, ich werde den besten Kader haben. For real. 200 Millionen, jetzt habe ich noch 400 übrig. Sechser. Der Arm ist arm, der Arm ist auch gleich arm. Ja, du hast voll die Schrottmannschaft. Sechser. Bruder, ich habe mehr Geld als du, Bruder, was willst nur du von mir? 70 Millionen, hä? Alter. Chill mal, 70 Millionen, das ist Peanuts. Junge. Tschüss, Digga. Sorry, ich kann nicht. Der Achter ist, es ist jetzt ein Achter auf dem Plan und zwar reden wir hier über Xavi Hernandez für 70 Millionen Euro. 70 Millionen für Daniel, 70 zum Ersten, 70, 75 für Fitti, 75 zum Ersten, 80 für Max, 85 für Daniel, 85, 90, 95 für Max, 100 Millionen für Daniel, 100 Millionen zum Ersten, 110 für Fitti. 105. Nein, 110 zum Ersten, 110 Fitti zum hat's Zweiten, ja. Fitti macht so. 110, verkauft. Ja! Ja! Xavi. Er hat Xavi Iniesta im Mittelfeld, das ist schon mal stark. Und Auriba links außen. Aber dafür bist du gleich pleite. 175 Millionen Euro. Er hat noch Geld, um ein bisschen hier und da zu spielen natürlich. Wir gehen weiter zum nächsten Rechtsaußen und zwar David Silva war ja auf dem Markt. Für 70 Millionen Euro. Wie jetzt jemand da? Welche Position? Swap. Financial. Was willst du? Financial Fair Play? Alles klar. Financial Fair Play, wen sperrst du? Warte mal. Hat nicht jemand schon rechts außen? Nein. Leider noch niemand? Ich hab dir geskippt. Okay, sehr gut. Dann machen wir mal den... Wer hat denn mehr Geld? Max? Aber ich mach mal Daniel zu. Okay, dann David Silva, Daniel, du kannst nicht mehr für ihn bieten, Fitti. Du kannst ihn aber dann auch nicht, das ist klar, ist im Swappen, weil du ja auch gesperrt wurdest für ihn. David Silva, 70 Millionen Euro. 90. Wie viel? 90. Tamam, Bruder. Der springt 20 Millionen rüber. Er hat deinen Swap so... 100. Ey, ich sterbe mit Fitti. Er will mich verarschen. 100 Millionen zum Ersten, zum Zweiten. Verkauf.
Würde ich ihm auch geben. Digga, ich meine, er ist auf Leite. 100 Millionen für Fitti, für David Silva. Ich wollte ihn nicht haben, ich wollte nur Fitti hochbieten, weil ich wusste, er muss es darauf eingehen, auf diese Kampfansage. Mit 75 Millionen hat er noch. So. Für 4 Spieler. Frage an Fitti, Daniel und Max. Wollt ihr Mehmet Scholl haben? Mehmet. Keiner? Alles klar. Naja, Bruder, for real nicht. Dann spielen wir unser Spiel. How much is he worth? Woo! Woohoo! Ihr habt jetzt 2 Schilder von mir bekommen und ihr schreibt mir jetzt auf, wie teuer glaubt ihr, ist der Fragezeichenspieler auf dem Markt? Der, der am nächsten dran ist, darf dann entscheiden, ob er ihn haben will oder Mehmet Scholl. Hättest du hier drauf gemacht? Ja. Boah. Mathematician. So, ihr habt eure Zahlen aufgeschrieben. Bitte dreht mir in 5, 4, 3, 2, 1 um. 110 Millionen. 50 Millionen. Bevor es aber weitergeht, kommen wir zum Sponsor des heutigen Videos und zwar Biogena One. Wie die Fußballer, über die wir hier oft sprechen, kannst auch du deine Leistung optimieren mit dem Drink hier von Biogena und kannst deinen Körper mit hilfreichen Nährstoffen versorgen, wenn du vor allem ein Problem damit hast, 6 bis 8 Kapseln oder so zu dir zu nehmen, nicht genug Gemüse isst, was du aber machen solltest, oder auch nicht so viel Variation in deinem Essen hast, dann kann dir Biogena helfen. Es enthält 99 High Ingredients, die von erstklassigen Wissenschaftlern entwickelt wurden. Einer dieser Sticks enthält 13 Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin D, 11 Mineralstoffe und Spurenelemente, 49 ausgewählte Pflanzenstoffe, 3 Aminosäuren, Coenzym Q10 in der wertvollen Ubiquinol-Form, 10 Lacto- und Bifidobakterienstämme für eine gesunde Darmflora und vieles mehr. Alles im Reinsubstanzenprinzip für höchste Qualität und es schmeckt dir persönlich sogar sehr. Also gönn deinem Körper die Nährstoffe, die er verdient und das mit dem Code STEAKANDLOBSTER25 kriegst du 25% einmalig auf deine erste Bestellung. Geh dafür auf biogena-one.com, aber alle Infos findet ihr auch nochmal unten in den Shownotes. Und damit würde ich sagen, zurück zum Video. Max, du bist am nächsten dran, du hast sogar eine Punktlandung und zwar 50 Millionen Euro. Ist der Beide Teil. Sind 50 Millionen wert einfach. Genau. Und willst du ihn haben oder willst du Mehmet Scholl haben? Nee, ich nehme den anderen. Du nimmst den anderen? Ich nehme den anderen. Also du nimmst den Fragezeichenspieler. Ich nehme den Fragezeichenspieler. Okay, damit kriegst du Nani für 50 Millionen Euro. Warte, kann ich Player swappen? Nein. Es gibt kein Player swap, weil okay, Daniel nicht der Scholl war ein guter Spieler. Nein. Mal, damit sind die rechten Flügel vorbei und wir sind beim letzten Stürmer angekommen und zwar El Nino. Fernando Torres ist auf dem Markt für 90 Millionen Euro. Will. Kann ich mir ja schon gar nicht kaufen. Ja, Bruder, du bist broke. Ich hab 75 Millionen. Ich hab gar nicht gesehen. Fitti kann sich Fernando Torres nicht kaufen. Damit kann sich Max lockerflockig Fernando Torres leisten für 90 Millionen Euro. Er wollte ihn gar nicht. Fitti, warum bist du so broke, Junge? Warum bist du so broke? Deine Armut kostet mich an, Alter. Woher denn? Ah, du wolltest nicht? Er wollte nicht. Nein, ich wollte Playerswap machen. Ach so. Junge, nerv mich mal nicht, Alter. Nimm mal Fernando. Nimm mal Fernando, Alter. Nerv mich mal nicht. Das war, ey, seine Pleite hat dich gerettet. 90 Millionen Euro für Max. Ich weiß, wie Prince sich fühlt. Ja. Meine Wer ist denn der andere Spieler? Und der, der andere Spieler ist für 80 Millionen Euro Marco van Basten. Den kannst du dir nicht leisten. Und damit sind wir an dem Punkt angekommen, an dem du einen Schrott... Darf ich mir von dem 80 Mio! 80 Mio, damit kriegst du einen Schrott. Darf ich ihm 5 Millionen schenken, damit er bei Null landet? Da der liebe Fitti sein Geld weggeworfen hat wie, was weiß ich wer, kriegt er jetzt einen Spieler, der nicht Müll war, aber wir haben nach Europameistern gesucht, die jetzt keine große Rolle gespielt haben. Negredo, kenne ich. Für 5 Millionen Euro. Das ist okay, so ein super Spieler. Aber muss ich 5 Millionen dann auch bezahlen? Normal musst du 5 Millionen bezahlen. Kriegst du nicht geschenkt, Alter. Was ist denn hier? Also 5 Millionen ist geschenkt. 5 Millionen kriegst du und kriegst Alvaro Negredo. Guck mal, ich will da Leute da draußen an die Leute appellieren. Nur weil er gesagt hat, ist okay, lasst euch nicht einlumpen. Ja. Es ist immer noch Negredo. Er kann mit Geld einfach nicht umgehen. Er hätte Marco van Basten kriegen können, kriegt aber Alvaro Negredo. Punkt. Aber ist in Ordnung. So. Er hätte Cristiano Ronaldo kriegen können. So, wir gehen weiter. Und zwar zum nächsten ZOM. Und zwar Michel Platini für 80 Millionen Euro. Uff. Wollt ihr? 80, die sind alle so teuer. Ne? Das ist echt teuer, 80. Teuer. Keiner? Teuer. Alles klar, dann spielen wir eine weitere Runde. How much is he worth? Oh. So, ihr nehmt das Schild und schreibt mir auf, wie teuer ihr denkt. Ich bin komplett überflüssig jetzt hier. Also generell jetzt für den Rest des Videos. Wie teuer glaubt ihr, ist der Fragezeichen-Spieler auf dem Markt? Boah, wer könnte das sein?
dreht um in 3, 2, 1. 60 Millionen, 70 Millionen. Sehr gute Tipps, aber du bist am nächsten dran. Der Spieler kostet 100 Millionen Euro. Möchtest du den 100 Millionen Euro Spieler oder möchtest du 20 Millionen sparen und Michel Platini nehmen? Ich sage dir... Nein, das wäre unfair, ey, Bruder, ey. Ey, guck mal, warte mal, warum seid ihr so dreckig? Lass mal einen Tipp. Sind wir bei Wünsch dir was? Ich hatte gerade auch keinen Tipp. Sind wir bei Wünsch dir was? Hatte ich gerade einen Tipp? Nee, oder? Guck mal, am Ende ist es Michel Platini. Du machst nicht sowas falsch. Schwester. Ob du Platini oder den anderen nimmst. Ja. Hey, der wäre krass, HW4, Junge. Welche Nationalität, darf ich das so wissen? Nein. Ich will diese Sympathie wissen. Sag ja, nein. Ich mach. Ja, ich stimme 100. 100? Und damit kriegst du Zinedine Zidane für 100 Millionen Euro. Perfekt. Boah, wieso sind wir nicht auf den Michel gekommen, Michel Platini Digga? Für 80 Millionen Euro. Ich hätte zwei Spieler drin. Du kannst nicht swappen, weil du den Fragezeichen-Spieler bekommen hast. Daniel, ich weiß nicht, ob das Glück ist oder alles ob das Mindset, Wissen Jungs, ist, Mindset. Ich weiß nicht weiter. Wir sind beim Torwart angekommen. Und Torwart zwar der zweite Torhüter. Du musst mitbieten, Fiti da, ne? Nö. Doch. Oder hast du schon? Ich habe keinen Torwart, aber ich biete nicht mit. Schmeichel bei mir. Wen juckt denn bitte der Torwart? Der Spieler auf dem Markt ist Iker Casillas. Ja, aber wen juckt Torwart? Hört ihr, was er sagt? Wen juckt Torwart? 50 Millionen Euro. Du hast keinen, ne? Ich habe einen. Ah, jetzt Schmeichel. 50 Millionen Euro, sparsam geboten, verkauft. Iker Casillas geht für 50 Millionen an. Krass, Max, damit dass die Casillas und Schmeichel einfach denselben Marktwert haben. Damit kriegst du für 30 Millionen Euro, Max, 50, sorry, Fabian Barthez. Super. Fabian Barthez. Super. Für 30 Millionen Jungs, Euro. Jungs, ihr wisst alle Bescheid, ne? Torwart ist nichts wert, ne? Ja, also Torwart und Stürmer sind die unwichtigsten Spieler gewesen. Ist aber so. Ey, Torwart und Stürmer ist irrelevant im Weltfußball. Ja, bitte merkt euch das, Fitti 2024. Ihr könnt eine Mülltonne ins Tor stellen, wird genauso gut halten wie ein Neuer. Der nächste Spieler auf dem Markt ist der Rechtsverteidiger. Wir hatten Cedric schon weg, den hat Fitti bekommen. Für 25 Millionen Euro. Sehr, sehr stark. Direkt gesperrt. Financial Fair Play. Damit kriegst du Sergio Ramos. Sergio Ramos für 70 Millionen Euro. Sehr, sehr gut geblockt. Und du, Daniel, kriegst Benny van Erle für 20 Millionen Euro. Tschüss. Ja? Ist ein Holländer. Wer? Du lass. Ey, mein Team ist warte mal, du denkst doch den Redo, Bruder. Ja, juckt. Silva und Henri über außen, der wird gefüttert. Aber er kann mir den nicht stehlen, weil wegen Sperre, ne? Ja. Boah, süß, ey, das war. Ihr könnt mir das bitte festhalten, wie stark das Benny war. Benny van Erle, Bruder. Beres. Beres du hast doch 250 Millionen, aber. Benny Bruder, du hast 40 Millionen. Ich hab schon gewonnen, wie oft noch? Bruder, ich kann mir noch einen Innenverteidiger, einen Linksverteidiger holen. Was willst du mir? Ja, bringt ja. Ich hab Franz Beckenbauer. Wir gehen rüber zu den Achtern. Xavi Hernandez hat Fitti da bekommen. Das heißt, du bist da wieder kurz raus. Der nächste Achter ist Jorginho für 50 Millionen Euro. Möchte jemand bieten? Starker Spieler, aber nein. Du machst? Ne. Bruder, er hatte ein gutes Turnier, mehr nicht. Wir gehen ja vom Turnier aus. So. Also spielen wir. How much is he worth? Dritte Runde. Zum dritten Mal. Das ist der beste Finanzberater. Hast du es eben schon gezeigt gehabt? Ja. Dreht mir bitte um in 5. 4, 3, 2, 1, 80 Millionen, 60 Millionen. Max, du bist näher dran. Der Spieler kostet 5 Millionen Euro. Wow. Möchtest du ihn haben oder Jorginho für 50? Das ist jetzt ein Dilemma, ne? 5 Millionen? Kann ich das machen noch? Nein. Wohin? Wollte ich probieren. Digga, links. 5 Millionen. Ja, komm, ich nehme Jorginho. Okay, also Jorginho für 5 Millionen, sorry. Für 50 Millionen Euro. Ach, Digga, ist damit okay. Kriegt. Du für 5 Millionen Euro Theodoros Tsagorakis. Alter, Gesundheit. Gesundheit, wer ist das? Tzatziki. Digga, wenn ihr mir wirklich allen Ernst erzählen wollt, dass Daniel eine bessere Mannschaft hat als ich, bin ich fress ich einen Besen, Digga. Ah, und ich spiel Golf oder was? Ja, du kannst. Der hat sie gar nicht. Warte mal. Du hast 40 Millionen. Okay, du wirst gleich einfach nur noch Trash-Spieler bekommen. Du sparst gerade deine 40 Millionen, wenn du noch so einen Spieler holen kannst. Und oder selbst das Thema ist, glaube ich, durch. Ich mach weiter. So, der nächste Spieler auf dem Markt ist Juve-Legende, Italien-Legende, Europameister 2021 oder 2020, je nachdem, wie ihr es nennt. Giorgio Chiellini für 50. Welche Position? Chiellini für 50 Millionen Euro. Rechter Innenverteidiger. Du sperrst ihn, damit kriegst du Giorgio Chiellini für 50 du Millionen mich? Euro. Yeah. Okay, ist der Joker abgezogen? Der Joker ist abgezogen. Okay, ich hatte die Position schon, aber gut, dass er mich gesperrt hat. Pech. Warte. Unaufmerksam. Aber, ey, das Ganze ist nicht so schlimm. Du hast Chiellini bekommen. Chiellini. Chiellini bekommen, tut mir leid. Weil Fitti
Mach dir, Bruder, mach dir keine Sorgen. Ja, aber ich hätte diesen Joke weiten können. Nein, nein, der ist durch. Es wäre für ihn, ne, wäre Carles Puyol gewesen. Wie viel Geld? 50 Millionen Euro. Warum sind die so viel wert? Früher waren die nicht so viel wert, Digga. Ey, ich hab dir genug Geld gegeben, um ja, das auszugeben. Ich weiß, aber früher so. Waren die niemals so viel. Ey, ich will Puyol haben, ey. Chiellini, jetzt kriegst du für 50 Millionen Euro. Du kriegst Carles Puyol nicht für 50 Millionen, du kriegst für 10 Millionen Euro. L-Legend Frank Lebeuf. Ja, auch super Spieler. Ja, super. Wo hat der Jepsi geholt? 2000. Das war aber ein guter Böff. Ja, aber versteht nicht, Franz Beckenbauer coacht ihn. Er ist ja, links. Ja, ja, ist doch vollkommen normal. Und Thuram und Chiellini coachen die. Ich hab Ramos und Pepe, ne? Ich wollte es nur gesagt haben. Wir haben noch zwei Positionen offen, und zwar den Linksverteidiger und den zentral-defensiven Mittelfeldspieler. Und bei den Linksverteidigern machen wir jetzt mit, und zwar ist es Emerson für 10 Millionen Euro. Möchte jemand mitgehen? Hat irgendwer schon Linksverteidiger? Ich. Jordi Alba, ne? Zum vierten Mal spielen wir How Much Is He Worth? Digga, immer nur wir beide, ne? Immer nur ihr beide, ey, ihr seid crazy. Ja, ihr seid crazy. So, wie teuer glaubt ihr ist der vorletzte Fragezeichen-Spieler auf dem Markt? 3, 2, 1, umdrehen. 60 Millionen für, erstickt. 60 Millionen Euro für Daniel. Und bitte sei krass, 50 Millionen Euro für Max. Du bist näher dran. Es ist ein Spieler für 20 Millionen Euro. Nehme ich. Nimmst du? Ja, das ist meine letzte Position. Alles klar. Dann kriegst du Millionen? Auf deiner letzten Position den deutschen Europameister von 1996, wenn ich mich nicht irre, Christian Ziege. Oh, ich habe gedacht, Christian Ronaldo. Ja, ist auch Christian Ronaldo. Christian Ziege. Und du kriegst Emerson. Emerson für 10 Millionen Euro. Ich habe Christian im Team. Die letzte Position ist offen, und zwar der defensive Mittelfeld. Ist es? Ja, defensive Mittelfeldspieler. Kann ich mir eh nicht leisten. Patrick Vieira wäre auf dem Markt gewesen für 80 Millionen Euro. Du brauchst noch einen. Den nimmst du für 80 Millionen, 80 sparsame Millionen Euro. Er ist super Spieler. Kriegst du Patrick Vieira, und du kriegst Fitti. Hat er das Geld dafür? Er hat das Geld dafür. Das regt mich auf. Oh, schade, Mann. 20 Millionen Euro, William Cavalli. Das ist wieder eine super Mannschaft, Leute. Ey, versteht das halt alles. Der kann auch scheiße für Gold verkaufen. Das Spiel ist vorbei, Jungs. Erzählt mir gerne. Wer von euch hat das beste Team? Wenn ihr in den Kommentaren schreibt, dass er das bessere Team hat, ne, dann... Also ich will nur kurz sagen, wir können über Innenverteidigung hier mit, wen hast du, Beckenbauer und Co. reden, aber ich habe einen Ballon d'Or-Sieger, Pepe, Ramos und Casillas. Also die Defense ist die beste Chiellini. Defense, die es gibt, und ich habe eine Ziege, den Goat habe ich als Linksverteidiger. Ihr wollt Thuram und Chiellini zum Hund machen gerade. Ja, Bruder, nein, wer sind ist ja das, gute Bruder? Spieler, aber das sind jetzt kein, das ist kein Beckenbauer erstens, und Matthias Sammer ist kein Innenverteidiger. Ja, trotzdem Jungs. Ballon d'Or-Sieger, oder? Ja, und der wurde ja gewertet, ja, nicht den Tausch. Okay, neuer Ballon d'Or-Sieger, wenn du in den Sturm stellst, ist der dann immer noch genauso gut? Ja, nee, nein, aber das ist... Richtig. Jungs. Don't hate the player, hate the game. Okay, sag. Ich kann dafür doch nichts. Ich habe Vieira, Zidane, ja. CR7, David Villa und Scholl. Ja, was, also was mir noch will, mehr, was hast du noch? Was willst du? Was? Das ist ein starkes Team, Bruder. Also Schmeichel, Torwart... Oder Torwart juckt ja mal gar nicht. Ja, also muss er sagen, das Torwart, muss Torwart er sagen. Juckt ja mal sagen, gar nicht. Du willst Torwart irrelevant. Ja, aber ist ja so. Bruder, wo ist ein Manuel Neuer? Willst du mir sagen, dass Manuel Neuer ein Zweitligaspiel ist? Nein, das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Aber ja, wenn du auf der Torwartposition jetzt nicht... Als ob Radetzky der beste Torwart jetzt die Saison war. Aber die sind trotzdem Meister und Double-Sieger geworden. Torwart juckt nicht, Digga. Innenverteidiger Franz Beckenbauer. Sechser Cavallo, aber scheiß mal auf Sechser. Iniesta und ja, Xavi. Alle nein. Xavi und Iniesta kontrollieren das ganze Spiel. Henri links, Silva rechts. Warum hast du Taguarkus nicht geswappt? Überlegen, Taktik. Ich hab nicht absichtlich nichts gesagt, aber ich dachte, so unfair. Du hättest Xavi Hernandez nehmen können. Haha! Oh, Bruder! Oh, mein Gott. Nein, das ist aber man muss dazu sagen, er hat ja am besten gewirtschaftet. Man hat ja jetzt noch einen Joker, oder? Ich hab's völlig vergessen. Fitti, du bist natürlich der Mann. Weil ich ehrlich wir bin. Wir haben ja, weil du ehrlich bist, wir haben ja gesagt vor ein paar Wochen oder Monaten, dass der am besten wirtschaftet, echt? Sich wow, einmal stark. Entscheiden darf, welchen Spieler er haben möchte vor einen Europameister, der nicht hier dabei ist, den keiner von den Jungs hat, den du jetzt einfach in dein Team kriegen kannst. Du musst aber jetzt überlegen. Weil du hast noch 20 Silva zu hier gehabt. Warte mal, welcher Silva ist das? Ich bin Bernardo Silva. Bernardo Silva hat er gesagt. Ich bin Bernardo Silva. Ist das eingeloggt? Hat er gewonnen? Ich bin Bernardo. Kann man machen, kann man. Alles klar. Ich oder Fabregas. Daniel hat sich jetzt Fabregas. Fabregas. Fabregas, Bruder. Safe Fabregas. So. Zu spät. Natürlich zu spät. Daniel hat sich entschieden für Bernardo Silva auf der 8er Position. Ist okay.
Kann man machen, finde ich sehr gut eigentlich sogar. Wir hatten auch an Fabregas gedacht, aber da er selber drauf kommen musste. Ist okay. Du willst jetzt Bernardo Silva schlecht reden? Nein, nein, ja, ist okay, ja. Sag ich. Er will dir sowieso alles schlecht reden. Der redet mir ja nicht er schlecht. Er hat vorne, ne? Fitti, es tut mir leid, aber du hast vorne Alvaro Negredo. Und damit... Wird er nicht gefüttert von Henri und Silva? Mann, ja. Wird er nicht gefüttert? Bruder. Wird David... Wird, also wenn Fitti gewinnt mit Negredo im Sturm, dann habe ich alles gesehen. Damit beenden wir das Spiel. Ihr in den Kommentaren entscheidet, wer das beste Team hat.